Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man Knopflöcher mit Brother Inovis 200, wie man die macht. Also wir haben diese Teilbeinemaschine und wie man hier sieht, es gibt 7 verschiedene Knopflöcher von 40 bis 47, da steht auch A. Wir haben dann diese Plastikteilen, also Plastiknähfuß, rangemacht. Hier, diese Teil haben wir nach unten geschoben, hinter diese Plastikteil und hinten befindet sich auch in diese Knopflochfuß befindet sich auch Knopf. Und jetzt machen wir Knopfloch. Wir fangen mit 40, also hier stellt man erstmal 1 bis 4 und hier bei 0. Ich mache hier die breiteste und hier zwischen die 2 Linie und dann jetzt machen wir und jetzt eigentlich Nähmaschine muss alles alleine machen und wir hoffen, dass das alles gut läuft. Ich habe eine ausprobiert zwischen die Dichte und es war zu dicht, jetzt habe ich ein bisschen bewegt, mal sehen, wie läuft. Das ist die erste Nummer 40. Am Ende diese Nähmaschine verriegelt auch man alleine. Sehen Sie? Also die erste ist jetzt schon fertig. Und das sieht so aus. Wie man sieht, es ist richtig schön geworden, also gefällt mir. So. Ich schneide jetzt unten nicht. Am Ende zeige ich Ihnen, wie die alle aussehen. Ich mache jetzt eine neben die andere so in eine Reihe. Dann machen wir 41. Nicht vergessen, immer wieder das einzuschalten. Und jetzt machen wir 41. Es ist viereckige. Ja, dauert ein bisschen, weil ich habe eine mittlere Stufe gemacht. Hier kann man auch regeln. Und wieder wird verriegelt. Das ist 42. Das sieht so aus. Wir schneiden wieder hier. Nach hinten schieben. Und machen wir jetzt weiter. 42. Und das ist Nummer 3. Am Ende, ich zeige Ihnen, wie auch von unten aussieht. Aber jetzt machen wir eine nach dem anderen nur. Okay, jetzt machen wir 43, aber es ist Nummer 4.
einem Fertig. Dann 44, aber Nummer 5. Ehrlich gesagt, das sieht richtig toll aus. Ohne viel Schnick und Schnack, die Nähmaschine macht richtig schicke Job, wie es sein sollte. So, 45. Bisschen Geduld. Ich will alle zeigen. Wer nicht warten kann, er kann immer vorspulen. Jetzt die drei sind fast alle gleich, wie ich sehe. Ich mache hier jetzt 46. Ist auch ähnlich wie die letzten zwei. Und die hier drei sehen eigentlich ähnlich. Und dann haben wir noch eine und das war's. Und noch eine. Die letzten 47 und dann haben wir alles hinter uns. Also das war jetzt. Weiß ich auch nicht was. Vielleicht kann man so nur Seite machen. Wir machen jetzt hier alles unten ab. Diese letzte weiß ich nicht, was das sein sollte. Ehrlich gesagt, sieht nicht wie Knopfloch aus, aber eine Seite vom Knopfloch. Das muss man bei Bedienungsanleitung ein bisschen gucken. Und dann weiß man mehr. Aber insgesamt, die alle sind richtig toll geworden. So. Das sind die Knopflöcher. Deswegen, ich habe gesagt, hier war ich nicht sicher, was das ist. Aber könnte eine Seite von Knopfloch sein. Aber die alle anderen sind, ehrlich gesagt, ist von oben und das ist von unten. Ich habe zwei verschiedene Garne genommen. Sieht gut aus. Das sind die Knopflöcher mit Brother Innovis 200. Und das sieht so aus, auch
dieser Knopflochfuß hat diese zwei Plastikteile und dieser Teil muss hinter dem ersten Knopfloch reinmachen, das ranmachen. Hier Einstellung, es geht eigentlich alles sehr einfach und ehrlich gesagt, ich bin sehr zufrieden. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.